Meine Lieben, hier kommt das absolut wichtigste Video zum Thema Bindungsangst überhaupt. Und wenn euer Herzensmensch Bindungsängstler ist, dann müsst ihr dieses Video unbedingt gesehen haben. Ich sage das nicht leichtfertig. Ich habe auf diesem Kanal über 600 Videos mittlerweile. Ich bin seit 2015 als Beziehungscoach und Bindungsangstexpertin unterwegs gewesen. Das heißt, ich habe hier eine ganze Menge Wissen aufgebaut. Mal davon abgesehen, dass ich selber unter der Bindungsangst gelitten habe. Das ist nicht nur mein eigenes Wissen, sondern auch Erfahrungen, die ich über die Jahre im Coaching gesammelt habe. Und die Essenz über die Bindungsangst, die ich gelernt habe über die letzten Jahre, die bekommt ihr in dem Video. Ihr Lieben, das kann durchaus mein letztes Video zum Thema Bindungsangst gewesen sein. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich sehe mittlerweile, dass es so viel auch Nachteile bringt, dieses Thema weiter voranzubringen. Und ich erkläre euch auch später in dem Video, warum ich das so sehe, dass die Nachteile im Verhältnis zu den Vorteilen einfach komplett überwiegen. Und das ist nie das gewesen, was ich gerne wollte. Das war nie die Intention, warum ich damals vor fast 10 Jahren damit begonnen habe, YouTube-Videos zum Thema Bindungsangst zu filmen. Damals war die Intention, aufzuklären, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, auch eine verständnisvollere und eine liebevollere Sicht auf diesen Bindungstypen zu legen, der nicht davon geprägt ist, zu verurteilen, der nicht davon geprägt ist, zu sagen, mit so Leuten klappt das sowieso nicht, der nicht davon geprägt ist, diese Menschen in eine Schublade zu stecken, die im Zweifel eben eine negative Schublade ist und sowohl den Bindungsängstler als auch den Partner unglücklich machen. Ich habe da natürlich, auch weil ich selber betroffen bin, eine persönliche Meinung dazu. Ja? Ich denke, dass wir uns alle offen begegnen müssen und sollten und dass es wichtig ist, bestimmte Informationen zu haben. Definitiv, bin großer Freund davon. Aber dann mag ich auch sehr gerne die Frage, und wie hilft mir das jetzt weiter? Und gerade zum Thema Bindungsangst bin ich mittlerweile zu der Überzeugung gekommen, dass noch ein weiteres Buch, ein weiterer Podcast oder ein weiteres Video euch da draußen nicht weiterhilft. Was ich nämlich sehe, und da sind wir gleich schon beim ersten Thema, ist, dass aus diesem Slogan, mein Partner hat Bindungsangst, sowas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung wird. Im Sinne von, oh, der kann gar nicht in die Verbindung gehen, der kann gar nicht Nähe zulassen, der kann gar nicht stabil da sein und mir Sicherheit geben, weil der hat ja Bindungsangst. Und alles, was wir dann durch diese Brille gefiltert wahrnehmen, sind natürlich weitere Indikatoren dafür, dass er das nicht kann, dass er Bindungsangst hat, dass er die Nähe nicht halten kann, dass er mal wieder in den Rückzug geht. Und mal ehrlich, wem hilft das? Wem da draußen hilft das? Wenn wir den Fokus auf das legen, wovon wir nicht mehr wollen, hilft das leider niemandem. Unser Unterbewusstsein ist aber leider trotzdem so fleißig, weil es denkt, das ist wichtig für uns zu sehen, wo er eben vielleicht zeigt, dass er Bindungsängstler ist, wo wir vielleicht Indikatoren dafür finden, dass wir mehr und mehr und mehr davon sehen in unserer Verbindung, in unserer Beziehung. Und ich erlebe mittlerweile im Coaching eine 180-Grad-Drehung, wenn wir diesen Fokus verändern. Wenn wir also weggehen von dem Label Bindungsangst hin zu, das ist ein Mann, der stabile Beziehungen aufbauen kann. Oder das ist ein Partner, der mit mir in die Verbindung will. Dieser Mensch will mich heiraten. Ja, stellt euch mal vor, ihr würdet das über euren Partner denken und ihr würdet bei YouTube nach Videos suchen, wo es darum geht, Anzeichen zu erkennen, dass er dich heiraten will. Anzeichen dafür, dass er mit dir in die stabile Beziehung will, dass er mit dir zusammen sein möchte. Du würdest mehr und mehr davon bekommen. Du würdest mehr und mehr davon sehen. Und vielleicht sind es am Anfang nur kleine Indikatoren, aber die werden mit der Zeit mehr, weil dein Unterbewusstsein eben fleißig danach sucht und dir mehr Beweise für das liefert, was du möchtest. Und wenn wir dann aber mehr Bindungsangst sehen wollen, dann kriegen wir eben auch dafür mehr Beweise. Und das, wie gesagt, tut an einem bestimmten Punkt, und ich bin sehr sicher, wenn das hier nicht dein erstes, sondern vielleicht schon dein zweites oder drittes Video zum Thema ist, dann tut es einfach nicht mehr Not. Ein zweiter wichtiger Punkt, den ich natürlich sehe, ist, dass wir bestimmte Verhaltensweisen einfach generalisieren. Also ich habe gestern ein Q&A auf Instagram gemacht, und falls du es noch nicht tust, folg mir gerne auf Instagram, real_Steffi Kessler, und dann findest du mich. Wir haben da regelmäßig Q&As, es gibt Reels, es gibt Beiträge. Du hast die Möglichkeit, mir direkt deine Frage zu schicken. Also ein weiterer Kanal, den du nutzen kannst, um einfach in Verbindung zu gehen und für dich weiterzukommen, deine Beziehung zu retten oder zu verbessern. Und da wurde ich gestern gefragt, wie man am besten reagieren sollte, wenn der Bindungsängstler sich eine offene Beziehung wünscht, man selber aber diesen Wunsch nicht hat. Und ich kann die Frage so gut verstehen und ich kann so gut verstehen, dass das ganz viel Sorge und Angst macht und einfach erstmal auch so eine Art Hilflosigkeit produziert, weil da ist natürlich der Gedanke, dass da jemand Bindungsangst hat, der kann sich vielleicht nicht einlassen, der muss sich irgendwie noch alle 5 Türen offen halten, damit er sich nicht
unter Druck gesetzt fühlt. Und in der Frage ist aber auch ganz klar geworden, dass es nicht ihr Wunsch ist. Also dass es nicht das ist, was sie möchte. Und ich habe mich dann gefragt, was wäre in dieser Situation denn anders, wenn sie nicht glauben würde oder denken würde, vermuten würde, dass er Bindungsangst hätte. Ja, was wäre, wenn sie glaubt, das ist ein gesunder, bindungssicherer, stabiler, großartig attraktiver, toller junger Mann, glaubt sie ganz offensichtlich, weil sonst würde sie ja keine Beziehung mit ihm wollen, der ein anderes Beziehungskonzept möchte als sie selber. Ich frage mich, ob da der Schritt zur eigenen Wahrheit zu stehen, also zu sagen, du, wow, danke, dass du das mit mir teilst, aber es ist nicht das, was ich mir vorstelle. Ich wünsche mir dies, das und jenes für mich, für mein Leben, wenn ich über Beziehungen rede. Ich frage mich, ob der Schritt leichter wäre für sie, wenn sie nicht glauben würde, dass ja dieser Wunsch nach offenen Beziehungen vielleicht die Flucht eines Bindungsängstlers ist. Wisst ihr, wie ich meine? Wir generalisieren da manchmal oder wir stecken den anderen so in Schubladen, aus denen wir dann selber nicht rauskommen, weil der Arme hat ja Bindungsangst. Und Beziehungen leben aber von einem Level an Ehrlichkeit und von einem Level an Verbindung und Intimität, die so natürlich ein Stück weit schwieriger für euch auch wird. Eure Wahrheit zu sagen, wird ein Stück weit schwieriger, wenn ihr der Meinung seid, der andere hat da wirklich psychologisch ein Thema, das vermeidet, dass eure Wahrheit wahr werden könnte. Denkt da für euch einfach mal drüber nach. Also, was ich da also sehe, neben der Generalisierung, ist generell, dass die Kommunikation natürlich eine ganz andere ist, nämlich viel eingeschränkter. Ich habe ganz viele Frauen im Coaching, die sagen, ich habe irgendwann gar nichts mehr gemacht. Ich war irgendwann wie eingefroren. Ich habe mich gar nicht mehr getraut, überhaupt noch irgendwas zu machen. Ich habe mich nicht mehr getraut, Kontakt aufzunehmen. Ich habe mich nicht mehr getraut, nach Dates zu fragen. Ich habe mich nicht mehr getraut, irgendwas zu initiieren, weil ich wollte keinen Druck machen. Ich wollte ihm nicht das Gefühl geben, dass hier zu viel Druck ist, dass ich kontrolliere, dass ich ihn irgendwie antrigger und er in die Bindungsangst rutscht. Also habe ich gar nichts mehr gemacht. Ihr würdet euch wahrscheinlich ganz anders sicher fühlen mit diesem Menschen, wenn ihr glauben würdet, hey, er ist bindungssicher. Er ist bindungssicher. Bup, Punkt. Denn ultimativ fehlt zum Thema Bindungsangst natürlich die professionelle Diagnose. Ganz häufig. Also die allermeisten Bindungsängstler verfahren da in der Vogel-Strauß-Strategie. Das heißt, da geht der Kopf in den Sand und die wissen, die haben ein Thema. Aber der Weg zum Psychologen, der ja diesen Bindungstyp auch wirklich mal diagnostizieren könnte, der wird oft nicht gegangen. Das heißt, alles, was wir hier haben, ist eine Vermutung, ist quasi Ausschlusskriterien. Wir suchen nach bestimmten Anzeichen dafür. Aber auch das vermeidet natürlich wieder eine direkte Auseinandersetzung mit dem anderen. Wisst ihr, wie ich meine? Also auch hier wird dann im Zweifel der Partner in so eine Watte gepackt, die vielleicht existiert, aber vielleicht auch nicht. Who knows? Who knows? Und da stelle ich mir eben einmal mehr die Frage, was ist gut für euch? Was ist gut für euch? Tut euch das gut? Und nur weil wir da jemanden in Watte packen, und das ist ja das Skurrile an der Sache, heißt das nicht, dass wir die Beziehung bekommen. Heißt es nicht, dass wir das bekommen, was wir uns eigentlich wünschen, nämlich die Verbindung und die Nähe. Ganz im Gegenteil, ich erlebe im Coaching immer, dass wenn wir aufhören, den anderen so in Watte zu packen und wenn wir aufhören, das Schlechteste zu vermuten, nämlich der hat Bindungsangst und kann eben nicht, und unseren Fokus eben shiften und unser Verhalten shiften, da authentischer sind, da ehrlicher sind, uns verletzlich auch zeigen und mit dem besten Glauben, mit dem größten Vertrauen, was wir aufbringen können, unserem Herzensmenschen begegnen, dann verändern sich die Sachen. Nicht, wenn wir denen in Watte packen und selber in Schockstarre sind. Und ich bin ja Coach, ich stelle ja Fragen. Fragt euch selber, was machen so Podcasts mit euch, die ihr hört zu diesem Thema? Was machen so Videos für euch, in denen ihr hört, Bindungsangst und kann nicht in die Beziehung gehen? Ich habe eine Klientin, die startet bei mir im Coaching gerade erst, die hat gesagt, die hat sich bei einem anderen Coach mit diesem Thema gemeldet, gesagt, ihr Partner hat Bindungsangst. Und dann wurde ihr direkt gesagt, da gibt es gar keine Hoffnung, da kann man gar nichts machen. Ist natürlich nicht das, woran ich glaube und was ich auch sehe in meinen Coachings. Aber fragt euch selber, was macht das mit euch, wenn ihr vielleicht auch von einer renommierten Psychologin hört, da ist nichts zu machen. Oder von einem anderen Coach, an den ihr glaubt, von dem ihr euch eine Hilfe und Lösung erwartet, sonst würdet ihr euch ja nicht melden. Wenn der sagt, wow, ouch. Der nächste riesengroße Punkt ist natürlich, dass wir alle nur ein bestimmtes Level an Energie für Veränderungen zur Verfügung haben. Ja? Also wir haben alle begrenzte Ressourcen, würde ich damit sagen. Und wenn du jetzt deine ganze Energie darauf steckst, dass er Bindungsangst hat, ob es so ist oder nicht, who knows? Aber stell dir vor, du nimmst deine ganze Energie und packst sie einfach in dieses Thema rein und beliest dich und informierst dich und machst dir Gedanken dazu und versuchst dich entsprechend anzupassen. Welche Energie geht dann noch in dich, in deine Entwicklung? Ich habe ganz viele Klienten auch im Coaching, die sagen, ich habe da draußen einen Partner, der hat Bindungsangst, aber ich selber Verlustangst. So stark, dass ich mich wirklich physisch an Ex-Partner gehangen habe, um sie dazu zu bewegen, nicht zu gehen. Das ist wirklich eine wahre Geschichte. Wie viel Energie bleibt dann euch noch,
um diese Muster in euch zu transformieren und zu verändern. Schaut, ich bin großer Fan davon, sich Wissen anzueignen. Und ich nehme alles, was ich brauche, so weit, bis ich sage, danke. Und jetzt lege ich meinen Fokus neu darauf, was die Lösung ist. Und dann schaue ich eben, dass ich Lösungen für Themen bekomme. Und wenn es dann ein Thema gibt, wo ich keine Kontrolle über die Lösung habe, weil das Problem in dem anderen Menschen steckt, dann geht der Fokus wieder zurück zu mir und dann setze ich meinen Fokus wieder darauf, was kann ich für mich verändern, was kann ich für mich lernen, was kann ich für mich neu machen, wie kann ich meine Themen verbessern, wie kann ich meine Kommunikation stärken, wie kann ich, unabhängig davon, ob er oder ob er nicht, an mir ansetzen, bei mir ansetzen, ja, den Wunsch, sozusagen die Beziehungsvision im Kopf haben und dann aber für mich vorangehen, weil das ist das, wofür wir hier sind. Das sind das, wofür Beziehungen da sind. Ich habe mal gehört, Relation is a ship for transformation. Also Beziehung ist quasi das Schiff, das dich in die Entwicklung bringt oder ja, das dich auf die Reise bringt zu deiner eigenen Entwicklung. Und das ist genau das, was ich auch sehe im Coaching. Schaut, ich coache ja mittlerweile gar nicht mehr die Bindungsängste, sondern nur noch die Partner, da einen Weg in die Verbindung zu gehen und die Beziehung zu kreieren. Und da sehe ich das ganz viel zu tun, ganz oft. Da gibt es ganz viel, woran wir arbeiten dürfen, können und müssen. Und wenn wir da quasi die großen Knoten gelöst haben und ein großer Knoten ist eben Angst davor, dass der andere geht, dass er sich nicht mehr meldet, dass man da nichts mehr hört. Wenn wir das Ding einmal gelöst haben, dann entwickelt sich die Beziehung auf wundervolle Art und Weise mit ganz viel Vertrauen, mit ganz viel Leichtigkeit, auch ohne Druck, ohne Stress und vor allem aber eben ohne auch diesen erdrückenden Slogan, dieses erdrückende Mantra der anderen Bindungsangst. Davon wollen wir nicht mehr, also gehen wir da wieder weg von. Und vielleicht, hey, ist das wirklich jetzt mein letztes Video zu diesem Thema und ich lade euch ein, für euch zu überlegen, was euch gut tut, wie viel tut euch gut und wovon wollt ihr mehr, dann da den Fokus reinlegen und wenn ihr von irgendwas weniger wollt, dann zieht ihr den Fokus einfach ab und geht mit euren begrenzten Ressourcen dahin, wo ihr mehr von wollt. Meine Lieben, ich wünsche euch alles Gute. Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Ich weiß auch, dass wenn ihr da einen Herzensmensch an eurer Seite habt, mit dem es kompliziert ist, der vielleicht Bindungsangst hat, dass es nicht eine Frage von Wochen ist, sondern eher eine Frage von Monaten, manchmal auch Jahren. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Ich weiß, dass es möglich ist und ich weiß, dass ihr euer Wunder bekommen könnt, wenn ihr den richtigen Fokus setzt und in die richtige Richtung geht. Macht's ganz gut. Bis dann. Ciao.